Das hier ist mein Schal. Den Schal habe ich jetzt fast mein ganzes Leben. Meine Mutter hat diesen Schal selbst hergestellt. Das müsste in den, ja, in den 30er Jahren gewesen sein. In der Nähe von Danzig. Meine Mama war so jung damals. Ich sehe noch, wie ihr blondes Haar sich in der Sonne bewegte, glänzte und ihre Beine liefen, als würden sie von selbst laufen. Ich war noch so klein damals, konnte noch nicht so gut laufen und bin immer wieder hingefallen. Und heute fällt es mir schwer aufzustehen. Und falls ich hinfallen sollte, wäre das nicht mehr so gut und so normal wie damals. Echtes pommersches Landschaf. Das hält was aus. Meine Mutter hat den Schal selbst gefärbt, beziehungsweise die Wolle, bevor sie verstrickt hat. Das weiß ich noch. Ich glaube, mit Maulbeeren, die sie gesammelt hat. Das hat jedenfalls ziemlich gerochen. Dann irgendwann war dieser wunderbare Schal fertig und lag unter dem Weihnachtsbaum. Mich mehrere Winter lang gewärmt, wenn ich zur Schule gegangen bin. Dann mussten wir aus Danzig flüchten. Es war eisig kalt. Mein jüngerer Bruder war in diesen Schal eingewickelt. Und das hat nichts genützt. Er ist trotzdem erfroren. Und dann, als meine Mutter gestorben ist, da waren wir schon in Dänemark. Ich war 12 Jahre alt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Mutter wirklich in diesem Sack da liegt. Mit der Schal, den hatte ich bei mir. Mit der Schal. Der duftete nach meiner Mutter. Und dann später ging ich zu meinem ersten Rendezvous mit diesem Schal. Und alle drei Kinder, die ich geboren habe, habe ich am Anfang in diesen Schal eingewickelt, um sie zu wärmen. Damals war das noch nicht so mit Zentralheizung und so. Meine Kinder. Der Älteste hat sich jetzt auf die Warteliste eines Seniorenheimes setzen lassen. Seniorenstift. Ich möchte das nicht. Ich möchte hier zu Hause in Altona, wo ich immer gelebt habe, seit wir hier sind. Hier in meiner Wohnung möchte ich bleiben. Und hier, in dieser Wohnung in Altona, möchte ich sterben. Der Schall wärmt mich. Die Miete wird immer teurer. Wenn ich einkaufen will, dann wird alles immer teurer, obwohl ich ja nicht besonders viel esse, meinem Alter. Aber ich möchte hier wohnen bleiben. Obwohl Altona sich immer mehr verändert.
kleine Laden an der Ecke. Er hat zugemacht. Es war so schön. Ich konnte anrufen und sie haben mir mal alles nach Hause gebracht. Aber die Miete ist so erhöht worden, dass der Besitzer das nicht mehr bezahlen konnte. Die Welt verändert sich. Immer mehr. Und ich. Nur langsam zu alt für diese Welt. Nur eins ist geblieben und immer noch schön. Die ganze Zeit. Das aus dieser wunderbaren Flamme. Das hier ist mein Schal. Den Schal habe ich jetzt fast mein ganzes Leben. Meine Mutter hat diesen Schal selbst hergestellt. Das müsste in den 30er Jahren gewesen sein.